Hallo und herzlich willkommen bei Muskel- und Gelenkschmerzen.com. Mein Name ist Jan Lengen und in dem heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr euren Infraspinatusmuskel selber massieren könnt. Der Infraspinatus ist einer der Außenrotatoren eurer Rotatorenmanschette und befindet sich ganz grob gesagt hinten auf eurem Schulterblatt. Ihr könnt den Muskel ganz gut spüren, indem ihr eure Hand, eure gegenüberliegende Hand, über eure Schulter legt und dort hier erstmal die Schultergräte spürt, die Spina Scapula, das ist diese horizontal verlaufende knöcherne Linie. Dort legt ihr eure Finger drunter und dreht jetzt euren Oberarm nach außen. Und jedes Mal, wenn ihr euren Oberarm nach außen dreht, solltet ihr spüren, wie sich unter euren Fingern ein kleiner Muskel anspannt, beziehungsweise einfach, ja, sich leicht verdickt. Okay, dann machen wir auch gleich weiter. Denn diesen Muskel möchtet ihr massieren. Das ist der Infraspinatus. Das machen wir mit einem Lacrosseball oder Tennisball gegen eine Wand. Wir haben zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, wir rollen einfach nur über den Muskel und suchen nach schmerzlichen Punkten und massieren diese dann mit leichten Rollbewegungen. Oder Option B, wir drücken in den Muskel wieder rein mit dem Ball, suchen wieder nach schmerzlichen Punkten und führen dann aber die Druckbewegungstechnik aus. Das heißt, wir drücken in diese Punkte hinein und bewegen dann den Muskel. Ich zeige euch jetzt beide Optionen. Fangen wir mit der ersteren an. Ich nehme also den Ball, platziere ihn auf meinem Infraspinatus unter der Spina Scapula. Ich kann jetzt nochmal ertasten und nochmal schauen, ob ich mit dem Ball auch wirklich dort bin. Und jetzt rolle ich eben ganz langsam über den Muskel drüber mit kleinen Rollbewegungen und suche nach schmerzlichen Punkten. Und wenn ich jetzt einen schmerzlichen Punkt finde, kann ich eben über diesen drüber rollen, so wie ich das jetzt hier mache. Ganz, ganz langsam und ganz bewusst eben über die schmerzlichen Punkte. Und auf die Art und Weise verfahrt ihr dann einfach mit dem gesamten Bereich eures Schulterblatts, denn dort befindet sich der Infraspinatus, also unter der Spina Scapula. Wir machen weiter mit der Druckbewegungstechnik. Wir platzieren den Ball also wieder auf unserem Infraspinatus und jetzt bewegen wir den Muskel. Deswegen drehen wir jetzt einfach mal unseren Oberarm nach außen und nach innen und führen also Rotationen in unserem Schultergelenk aus und dadurch bewegen wir den Muskel. Wenn ihr jetzt merkt, wie zum Beispiel ich, dass hier ein bisschen was schmerzt in der endgradigen Außenrotation, dann bewege ich mich hier genau in dieser endgradigen Bereich einige Male durch und bewege also genau diese Muskelfasern, die Probleme bereiten, über den Ball und massiere die somit. Genau, und auf die Art und Weise verfahrt ihr dann mit dem gesamten Infraspinatus. Ihr sucht nach schmerzlichen Punkten, sucht dann einen Bewegungsabschnitt, der schmerzlich ist und bewegt dann euren Arm einige Male dorthin durch. Neben den Rotationen könnt ihr euren Arm auch einfach mal hochheben, einfach euer Schulterblatt ein wenig bewegen und sehen, wie das euch tut. Gut, das war's auch schon mit dem Selbstmassage-Video für den Infraspinatus. Ich hoffe wie immer, dass euch meine Videos hier gefallen, dass sie euch weiterhelfen. Falls das der Fall ist, bitte Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und helft mir, meine Infos hier im Web zu verbreiten. Dann bedanke ich mich fürs Ansehen des Videos und wir sehen uns bald in einem meiner nächsten Beiträge. Bis dahin, ciao.